Taxiangriff der Nanis. Die beiden Flüchtenden haben nun die Passhöhe erreicht. Sehr erleichternd. Ein Seitental tut sich auf. Bald wird auch der Baumbestand wieder etwas dichter. Dies ist ebenfalls hilfreich. Zacks, sie biegen ein. Die Tatsache, dass zwei Retter ebenfalls hinter ihnen her sind, davon haben sie keine Ahnung. Doch es gibt noch mehr Verfolger. Hinla hört sie als erstes. Er hüpft hinter einen Baum, Svenno der Gerissene, tut es ihm gleich. Zwei Hoferflugkasten mit drehbaren Propellern befinden sich auf direktem Jagdkurs. Hinla und der treues Finnisch sind zum Glück etwas außerhalb ihres Fokus. Allerdings, so scheint es, steht der Zugriff unmittelbar bevor. Ohne nachzudenken sprintet Hinla los, Svenno in seinem Schatten. Die Sicherheitsbeamten hofern bereits über den aufgeregten Ausreißern. Svenedi ist dabei deutlich schwerer zu fassen. Sie schlägt einen Haken nach dem anderen, hüpft sogar von Baum zu Baum, cooler Turm und überschlägt sich dabei. Deshalb ist zuerst Bart Garapetsch Abon an der Reihe. Ein sehr kurierte Mitarbeiter lehnt aus dem Flüker. Er hat eine seltsame Waffe in der Hand. Er nimmt die junge Diplomatin ins Visier und feuert. Eine seltsame Kugel wird abgefeuert, diese entfaltet sich zu einem Jagdnetz und schlägt genau ein. Sofort ist Bart Gara gefangen. Die Eisenkugelnossen haben sich verkeilt. Hilflos strampelt sie in ihrer Falle. Diese sogenannten Trümmerfangnetzpfeile werden normalerweise nur zur äußerst seltenen Ruba-Jagd auf Trümmer eingesetzt. Die wilden Verwandten der Ruba sind nach wie vor autark und wissen sich zu verteidigen. Diese Spezialnetze werden deshalb gerne von der Wissenschaft zum Lebendfang eingesetzt. Allerdings sind auf dem Jungelmond die Chancen erheblich schlechter, einen Treffer zu landen, einen Fuchsteufels wilden Roberding festzumachen. Während der erste Heli bereits zur Landung ansetzt, geht die Jagd auf Svenedi weiter. Schon zweimal hat er daneben geschossen. Doch diesmal sieht es besser aus. Die junge Hilfskrankenschwester ist in Panik. Der Angreifer befindet sich in exzellenter Position. Ein Schuss. Und auch Svenedi ist im Netz. Rasend wurstellt und zupft sie am feingliedrigen Spinnennetz. Da. Es gelingt ihr, sich zu befreien. Sie rappelt sich aufs Wusch. Das zweite Fangnetz schlägt ein. Svenedi hat nun keine Chance mehr zu entkommen. Wie ein Fisch zappelt sie hilflos herum. Der zweite Angreifer springt heraus, macht sich genüsslich auf den Weg zu seinem Opfer. Was ist das? Wie von einem Blitz getroffen sinkt Bart Karas Angreifer plötzlich zu Boden. Wenige Sekunden später ist auch Svenedis Peiniger an der Reihe. Jetzt ist der neugierige Pilot des ersten Helis an der Reihe. Er war ausgestiegen, um seinen Kollegen zu gratulieren. Auch er fällt um wie ein Sack Reis. Bleibt noch der Pilot des zweiten Flügers. Dieser ist zwar ebenfalls gelandet, aber in seinem Cockpit geblieben. Entsetzt beobachtet er die Szene. Auch wenn keine Angreifer zu sehen sind, weiß er, was zu tun ist. Er reißt den Steuerhebel nach oben und versucht zu starten. Da. Was ist das? Sphinx kommt wie ein Pfeil angesaust, klebt sich an das startende Flüger, reißt das Beifahrer-Cockpit auf und greift den Piloten an. Der Heli gerät ins Trudeln und fängt an, sich zu drehen. Krax. Er schlägt auf. Sofort rennt Hinlei los, doch auch für andere ist dies das Signal zum Sonderzugriff. Jetzt endlich tauchen sie auf. Schwarze flinke Gestalten. Bart Garas Retter. Ruckzuck sind die Nanis bei Svenno, gemeinsam überwältigen sie den letzten Angreifer. Als Hinla sieht, dass Svenno äußerlich nahezu unversehrt den Crash und den anschließenden Kampf überlebt hat, rennt er sofort rüber zu Bart Gara, seiner besten Freundin. Der Wachmann des Aldrosa ist bereits gefesselt. Der Nanis Nipotasa hat ihn sofort gefällt. Mehrere Personen schneiden derweil Bart Gara aus ihrem Fangnetz. Eine davon dreht sich um. Hinlei fällt die Kinnlade nach unten. Da steht sie leibhaftig vor ihm, Kichikokoyamapetch Abon, in ihrer ganzen Pracht. Sie lächelt den jungen Prinzen an. Hallo Hinlei. Danke, dass du uns hierher geführt hast. Sie streckt ihm die Hand entgegen, freudig schüttelt er sie. Jetzt aber erstmal weiter zu Bart Gara. Die beiden fallen sich in die Arme. Hier weit hinten in den Bergen der Provinz Lyhora, direkt über ihrem Fangnetz. Dann küssen sie sich. Vor allen Leuten. Sogar auf den Mund. Hinla ist aufgeregt schnell, wir müssen nach Svenno sehen. Er ist abgestürzt.
Sofort sprinten beide rüber, doch die Entwarnung kommt sogleich in Form eines lapidaren Bartschaler Haller. Svenor ist unverletzt, lediglich auf der Stirn hat er eine Schramme. Alle drei besten Freunde fallen sich um den Hals. Bart Garra hat Tränen in den Augen. Doch wer gedacht hat, diese Szene dauert seine Zeit, der hat sich getäuscht.